Bauen. Kann man gleich 4 Blöcke hochbauen oder 3? Ja, 4. Passt dann schon. Geht auf jeden Fall schneller. Muss aber auch ordentlich hoch werden. So. Zack. So. Juhu. Kaputt. Hoffe, gehen die schnell kaputt. Warum das? So. Wozu brauche ich so viele Knochen? Brauche ich noch nicht mal. Braun. So. Also von den Segmenten findet man jetzt gerade mal nicht so wenig. Wartet mal. Ich habe ja schon mal ausprobiert, wenn man... Es sind ja diese Brösel und wenn man die jetzt auch irgendwie so in einen... Wisst ihr, alle ausfüllen würde. Ich glaube, damit könnte man nichts bauen. So. Ich habe jetzt kaum noch Platz. Ich muss noch mal das loswerden, was ich jetzt nicht so brauche. Hier. So, dann sammle ich den Rest noch mal ein und dann... Brechen wir auch wieder auf, weil mein Inventar ist voll. Ups, lag. So. Aber ich Let's Play eigentlich, ich Let's Play das gerne, weil es sind immer richtig viele Leute hinter mir, die das gerne schauen. Und es macht auch voll viel Spaß, weil es ist halt nicht nur Minecraft, sondern Minecraft mit einem ganz coolen Mod. Und ja. So in der Richtung hat das eigentlich noch keiner gemacht. Ja gut, vor mir haben das vielleicht schon ein paar mehr gemacht, aber ich weiß nicht. Ich finde es trotzdem cool. So. Aber ich glaube, mich haben jetzt auch schon relativ viele deswegen abonniert. Wegen dem Star Wars Mod. Das finde ich auch cool. Dass ihr zu mir gefunden habt, meine Freunde. So. Egal, wir gehen jetzt einfach mal wieder raus hier. Haben jetzt genug Steinbrösel. So. Machen uns jetzt einfach mal auf den Weg und fahren wieder. Wird auch gerade wieder dunkel. Fahren einfach wieder nach Hause. Ich schieße den Clones, die Kling Clone Trooper einfach mal ab. Oh! Hier, komm, geh sterben. Sauber. Durchs Meer kann ich nicht fahren, deswegen mache ich es nochmal kaputt. So. Und jetzt renne ich mal eben nach Hause, bevor die ganzen Creeper und die Scheißviecher kommen. Mehr als Level 25 kann man übrigens nicht werden. Ne? Also ich bin jetzt Level 25. Kann auch, glaube ich, nicht höher werden. Oder ich weiß nicht, ob ich höher werden kann, aber es scheint irgendwie nicht so, ne? Ich habe auch erst 16.000 wieder. Ich brauche 180.000 für den Flugzeug, Mann. Das ist voll viel. So viel Geld, ich werde es niemals zusammenkriegen. Ich bin jetzt erstmal glücklich, dass ich mir mein Speederbike leisten konnte. Was ich gleich hier nochmal parken werde. So. So, dann parken wir das mal wieder hier. Bisschen weiter hier, so stoppen, halt, stopp, so genau, richtig sauber. Ich hoffe, es verschwindet wirklich nicht. Ich werde jetzt hier noch mal eben ein paar Fackeln hinsetzen, weil es relativ dunkel hier ist. Und dann habe ich keine mehr. Dann muss ich mir mal wieder neu machen. Ich bin ein Zombie. Na, wie geht's? Noch einer. Den sehe ich aber nicht unbedingt. Gut, dann gehen wir mal wieder ins Haus rein. So. Ich mache mir mal wieder ein paar neue Fackeln. Wo haben wir denn hier? Sticks haben wir hier und Fackeln. Also Kohle haben wir da. Haben wir wieder mal ein paar. Mich würde jetzt echt mal brennend interessieren, ob man da nicht irgendwie was draus bauen kann. Das funktioniert aber irgendwie nicht. Es geht nicht. Vielleicht
braucht man von jeder Sorte eins und muss man, vielleicht muss man das irgendwie dann, ja, dann da so anordnen. Weiß der Teufel. Okay. Eisenerz. So, Sand haben wir auch ein bisschen. Sand haben wir auch nochmal ein bisschen genug. Das ist ja eigentlich ganz gut. So. Okay. Boah, alles voll hier. Ups, was mache ich denn da? Ich möchte mir jetzt erstmal ein bisschen Steine machen. Boah, wie viel wir einfach haben. So. Sauber, wie viel haben wir? 64. Boah, wir haben zwei 64er Stacks. Alter, das lohnt sich ja eigentlich richtig. So. Sauber. Zweieinhalb Pflastersteine. Also Stacks. So. Gehe ich jetzt mal pennen. Und jetzt gucke ich, ob mein Speederbike noch da ist. Ja, es ist noch da. Ich glaube, es wird auch da bleiben. Und jetzt bauen wir einfach mal den Hangar weiter. So. Pflastersteine. Sauber. Ups, nein. So. Okay. Das müsste ich jetzt hier nochmal eben entfernen. So. Okay, gut. Das mache ich auch nochmal eben weg. Ja, ups, wir sind zu weit gebaut. Also, ich bin wirklich für jeden Vorschlag offen. Sage ich mal so. Was ich hier so machen könnte. Und, ja, ich werde auch dann halt bald nochmal irgendwann die Klasse wechseln. Halt vom Sith auf zu Jedi. Oder halt zum... hier. Was gibt's denn dann noch? Jäger. Aber da schaue ich dann einfach mal. Ja, Geld umsonst. Yeah! Da haben wir noch so eine Gulaschinken. Komm her, du Sau. Tot. Lusche. So. Dann werde ich jetzt hier nochmal eben weiterbauen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Das kann man voll einfach dann bauen, weil man so springen kann. Voll episch, was? Voll ein Cheater-Trick. So. Bauen. Kann man gleich vier Blöcke hochbauen oder drei? Ja, vier. Passt dann schon. Geht auf jeden Fall schneller. Muss aber auch ordentlich hoch werden. So. Zack. So. Juhu. Ah. So. Jetzt aber. Und bitte jetzt hier, falls ihr den Part dann zu Ende geschaut habt, bitte, der Star Wars Mod kommt, wann er kommt. Natürlich weiß ich, wenn ihr ihn euch wünscht, und das haben richtig viele. Richtig viele haben sich den gewünscht. Wann kommt dann wieder eine neue Folge? Ich will wieder eine neue Folge haben. Ja, die kommt dann halt, ne? Nerven macht's halt nur dümmer. Und wenn man dann, wenn ich dann in Skype immer angeschrieben werde, wann kommt eine neue Folge? Und auf YouTube. Unter irgendwelchen Videos, wo das eigentlich gar nicht stehen soll. Das ist dann halt schon ein bisschen nervig. Und am Anfang ist es ja auch noch okay dann, ne? Verstehe ich ja dann noch und dann merke ich auch, ja, oh, die wollen eine neue Folge haben. Aber. Später nervt es dann halt nur noch. Weil. Naja. Ist halt so. Uah! Moving out.
Sie kommen dann halt, wann sie kommen, weil es halt auch mal ein bisschen blöd und nervig. So. Wir können auch dann, sage ich mal, eine ganze Zeit lang, ich denke mal, wir können uns dann einfach nochmal irgendwo auf Tatooine zum Beispiel einrichten oder so. Es gibt ja noch andere Inseln. Da können wir uns dann, denke ich mal, oder? Andere Planeten. Weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Wenn ja, dann können wir da auch mal hinfliegen. Und uns halt auch nochmal einrichten, irgendwie ein Haus bauen oder sowas. Wäre dann auch ziemlich cool. Aber dafür brauchen wir halt ein Flugzeug. Ein bisschen blöd ist es, ich bräuchte eigentlich Rise Minimap, weil wenn ich jetzt irgendwo, sag ich mal, mit dem Flugzeug irgendwo hinfliege, es ist eigentlich relativ schnell, kann noch irgendwo hinfliegen. Das Problem ist dann halt, wenn ich dann richtig weit geflogen bin, ist es dann eigentlich fast unmöglich, wieder nach Hause zu finden. Also wenn ich mir die Koordinaten merke, ne? 300, die kann ich mir dann irgendwie mal aufschreiben, oder? Ja, aber das Suchen dann ist so wieder ätzend. Ich mach mal irgendwann mal Rise Minimap rein oder so, wenn das geht. Wenn das dann nicht abspackt. Ja, gut. Wir haben jetzt keine Steine mehr. Und ich würde einfach mal sagen, dann das wird dann halt noch ein bisschen höher. Und, ja, das Flugzeug kann man dann halt ja immer dann so irgendwie versuchen reinzufliegen. Jetzt ist jetzt auch nicht wirklich so viel Platz, sage ich mal. Da müsste ich über die Landebahn drüber fliegen. Und dann halt hier so reinfliegen, aber ich denke mal, das geht dann irgendwie. Ich muss dann halt nur mal gucken. Ich denke mal, den Boden mache ich dann einfach aus Holz. Denn ich finde, so ein weißer Boden sieht eigentlich ganz gut aus. Passt zu Star Wars. Passt zu einem Hangarboden, finde ich so. Können wir schon mal so den Anfang machen. So. Ansonsten könntet ihr mir schreiben, wie ich den Hangar noch ausbessern könnte, wie man das vielleicht besser erkennt oder wie ich den halt noch anders bauen sollte. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, wenn ihr wollt. Weil ich bin halt nicht so kreativ und weiß auch nicht so, wie ich jetzt die ganzen Sachen bauen soll. Aber gut. Ja. Dann würde ich erstmal sagen, das war's wieder fürs Erste. Ich verabschiede mich und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Die Bäume muss ich auf jeden Fall auch nochmal irgendwie wegbekommen, weil das sieht ein bisschen doof aus. Ja, ich verabschiede mich. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es soweit wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.